Hey meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Behind the Parkour. Und was sehen wir denn hier? Ich habe die Carpets umgeändert und vielleicht auch wollte ich die Dinger hier umwandeln, die Banner. Das Problem ist, bei den Bannern funktioniert es nicht so, wie ich wollte, denn das ist ja nicht eine andere ID, je nachdem welche Farbe sie haben, sondern eine andere ID, je nachdem in welche Richtung sie drehen. Und wofür brauche ich die überhaupt? Ganz einfach. Ich wollte ein bisschen mehr Möglichkeiten für Leute zu quasi für eigene Skins machen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, für eigene Farben meine ich für ihre, Moment, wie heißt das hier? Für die Respawn-Teile. Das Ding ist, man kann jetzt 9 verschiedene Farben wählen, beziehungsweise 8 verschiedene Farben. Das heißt, man kann zu 8 spielen. Es leckt ein bisschen am Anfang, wenn man die Textur das erste Mal lädt auf der Welt. Weil das ja immer diese Texturen müssen erst geladen werden von Mojang und dann, ja, wenn man die einmal durch hat, dann dürften die eigentlich plötzlich laufen. Ja, genau. Und das ist ganz cool, denn damit können wir quasi jetzt folgendermaßen nicht nur noch zu zweit spielen, nicht nur zu dritt, nicht zu viert, nicht zu fünf, nicht zu... Nein, wir können jetzt zu 8 spielen, das ist ziemlich geil. Und hier kann man auch noch die Farbe wechseln wieder, die Farbe wieder lieben. Da kriegt man einen unsichtbaren, wenn einen dieser Dings nervt, kann man auch einen einfach nur so Multipartikel haben. Ja, hier ist halt meiner, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 und 9 und 10. Ja, was? Nein, also 1 bis 8. Und das ist ziemlich cool, quasi kann man einfach sich so ein Carpet nehmen, weil die sind auch hier bei der Decoration-Blöcken und später auch noch in dem Tron-Parcours-Tab. Den habe ich gerade nicht drin, ich habe einfach 1.8 Vanilla gerade drin. Habt ihr das gehört? Huch! Ja, und das ist quasi einfach ganz normale Carpets, mit denen man drüber laufen kann und dann wechselt man die Farbe. Hier unten drunter sind überall solche Checkpoint-Blöcke. Checkpoint-Blöcke gehen 2 drunter, davon gibt es eine andere Variante, die gibt's, die sind die Bücherregale da, hier. Die anderen Checkpoints, die gehen nur einen Block drüber. Also hier kann man keinen Block mehr dazwischen packen, hier könnte ich theoretisch noch Boden dazwischen packen oder drunter packen. Das ist für viele Sachen sehr nützlich, zum Beispiel auch wenn man dieses Ding hier macht, diesen Swapper. Weil man darf es ja nicht zurück... generell, so bei so Sachen, wenn man sich so überlegt, wo man debuggen könnte, sind ziemlich praktisch, wenn man manchmal öfter den Spawn setzen kann, auch wenn man es nicht unbedingt sieht, beziehungsweise nicht unbedingt diesen Spawn-Dings da haben muss. Ziemlich praktisch. Und ja, wie gesagt, man darf jetzt halt zu 8 spielen. Nur Parkour ist folgendermaßen, habe ich mir das jetzt so gedacht, quasi man hat zwar diese 8 Plättchen hier, oder 9, und zusätzlich hat man noch diese beiden hier. Für Parkour ist es nämlich folgendermaßen, vorher war es ja so, dass ich das alles mit Teams geregelt habe. Jetzt ist es so, das ist einfach ein Score, der heißt Color, der sieht man ja da rechts an der Seite. Und der geht von 1 bis 8 hoch, beziehungsweise dann noch bis 0, wenn man halt noch einen anderen hat. Und diese beiden hier setzen dann jeweils das Team, das habe ich jetzt noch nicht eingestellt, aber das ist jetzt sozusagen dann das Ding, quasi dann kann man hergehen, blau und rot für Koop, und sobald es einen roten und einen blauen gibt, öffnet sich dann irgendwie so eine Art Koop-Fenster oder sowas. Generell, quasi, ich will das ja alles hier drin machen und da drin. Und dann öffnet sich quasi so eine Art Wand und dann kann man in die Koop-Map reingehen und in die Koop-Level rein. Und hallo Katze, was ist denn los? Ja, okay. Ja, meine Katze nervt mich gerade wieder. Die rennt über die, jetzt schlägt sie mich ab und oh Gott, Hilfe. Ja, auf jeden Fall, das wäre das. Man kann jetzt auf jeden Fall zu 8 spielen. Und das ist ziemlich cool. Zu zweit immer noch die Koop-Maps. Es gibt ja Blöcke, die man generell so, auch zu... Wir könnten quasi unterscheiden. Entweder Spiele, die von 1 bis 8 Spieler gehen, also quasi die kompatibel sind, egal wie viele Spiele man hat. Hey, dann noch Blöcke, die diese Teamblöcke verwenden, dieses Koop, also nur 2. Katze, hör auf. Gott, Hilfe. Dann haben wir quasi noch 2 Leute. Und das ist dann quasi eine andere Dings dann. Und dann noch eins, was einfach für alleine Spieler ist, aber das ist ja im Endeffekt egal. Beziehungsweise einfach nur alleine, dass man im Endeffekt theoretisch alleine bewältigen könnte. Aber auch zu 8. Also quasi, es gibt dann irgendwie 1 bis 8. Dann 2 bis 8 und 1 bis 2, Quatsch, einfach nur 2 Spieler. Und das ist, denke ich, dann hätte ich theoretisch jetzt eigentlich alles, was man so brauchen könnte, was man nehmen könnte, eigentlich werde ich, glaube ich, hier den Erwartungen gerecht. Da kann man auf jeden Fall spielen, mit wem man möchte. Ich denke mal, mehr als 8 Leute kriegt ihr sowieso nicht zusammen. Und wenn dann, tja, dann müsst ihr euch halt irgendwie abwechseln oder könnt auch irgendwo hier euch eine Farbe teilen, ein Checkpoint, das geht ja auch, das ist ja auch möglich. Ja, ich würde sagen, das wär's dann mit der Folge heute. Ich muss es jetzt noch hochladen. Vielleicht kommt es auch ein bisschen zu spät. Seid mir da nicht allzu böse. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Klickt einfach auf dieses Fragezeichen, was jetzt gleich aufpoppen wird. Und dann könnt ihr da mal ein bisschen... Ja, ein letztes Video gucken. Hoffentlich schaffe ich es jetzt direkt beim Upload, das direkt zu verlinken. Meine Katze kitzelt mich und deswegen bin ich gerade so ein bisschen abgelenkt hier. Was soll das denn? Ha? Katze.
Achso, ich kriege übrigens den nächsten... Hör auf! Was war das denn? Ich kriege übrigens demnächst ein Großmembrane und so. Und dann wird es auch ziemlich lustig, wenn meine Katze einfach dagegen rennt. Und also sie ist eigentlich direkt immer dabei bei den Aufnahmen. Man hört sie noch manchmal nicht, aber heute dreht sie echt ab. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Okay, ich würde sagen, sehen wir uns nächstes Mal. Klickt einfach auf das letzte Video, beziehungsweise das letzte random Video, was ihr da jetzt so anklickt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Mal. Auf Wiedersehen. Ja. Und abonnieren. Weil, keine Ahnung. Ne, Katze? Ja. Wie die schnurrt. Hört man das schon? Ja. Okay. Tschüss. Bis morgen um 7:30. Hoffentlich mehr oder weniger pünktlich. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ich mag Katzen.